Willkommen zu Die Sims 4. Im letzten Part haben wir ja fleißig mit ein paar Leuten an ihren Tagesaufgaben gearbeitet. Die Tagesaufgaben sind ja für ihren Job. Wenn man hier über Leistung geht, steht ja Tagesaufgabe Gemälde anfertigen abgeschlossen. Sprich, er hat das die Tagesaufgabe soweit erfüllt. Und ja, er hat auch ein Meisterwerk wieder gemalt. Jetzt muss er halt, oh Entschuldigung, no, halt noch drei Bilder an die Kunstgalerie verkaufen, aber das ist ja kein Problem. Also die Aufgabe hier Gemälde malen, anfertigen, ist die Tagesaufgabe immer. Und das hier unten sind immer die Jobaufgaben, die man erfüllen muss, damit man überhaupt weiter befördert wird. Ja, Alana hat das gemacht, Don hat es fleißig gemacht. Ja, und jetzt gucken wir mal, wo bist du? Du bist hier draußen. Okay. Ich hatte dir doch eigentlich gesagt gehabt, hast du eigentlich den Drink Weltraum Drink? Dann kannst du hier mal einen trinken davon. Und danach, mein Junge, gehst du bitte, wie fit bist du denn noch? Ja, etwas könntest du noch hier am Baum machen. So, okay. Ja, sie ist sehr, traurig, niedergeschlagen, nicht gerade fröhlich. Du willst kokett werden, ein Spielzeug willst du kaufen, gut, dann besorgen wir dir eben mal ein kleines Spielzeugchen. Nehmen wir mal hier ein kleinen Puppenwagen. Wo stellen wir es denn mal hin? Einfach mal hier hin. So. So, bist du zufrieden? Ja, natürlich. Sehr gut. Hast du denn jetzt getrunken? Ja, das ging aber flott. Naja, immerhin. Ja, ich schätze, Raummissionen sind damit gemeint, dass er wirklich da mit dem Raketenschiff in den Weltraum fliegen muss. Ja, und das können wir ja erst, wenn halt unsere Rakete fertig ist. So, wen haben wir denn hier? Ach so, ja, unsere Nachbarin stolziert hier. Den Weg entlange und präsentiert sich in bester Fassung. So, und damit wir auch mal eine Lounge in unserer Nähe haben, wo wir dann auch hinlaufen können, wird zwar natürlich dann wieder dementsprechend geladen, aber ich hatte, als die Pools halt gekommen waren, in einem anderen Spielstand, hatte ich dann halt so ein ja, eine Lounge gebaut mit Pools. Und ich habe jetzt gedacht, gut, dann kann ich ja mal die Lounge auch hier mit reinsetzen. Ja, das ist also mein erster Versuch, so halt mit Pools was zu machen. Ich habe noch Ideen, aber da muss ich erstmal nach und nach warten, was halt noch alles bei Sims 4 dazukommt. Weil das, was ich so ideenmäßig hat, kann ich jetzt noch nicht zu diesem Punkt, kann ich noch nicht dann dementsprechend umsetzen. Geräuschbelästigung. So ein Tastenknopf
Klopper hat es in der Gaming-Community von Christian geschafft, und seine nicht enden wollende Serie von Beleidigungen macht irgendwie alles kaputt. Wie soll ein Profi bei all der Aufregung und dem mangelhaften Spiel üben? Soll Christian den Angreifer zum Schweigen bringen oder den Trottel rauskicken? Bringen wir ihn mal zum Schweigen. So. Ah, die Freude der Technik. Es ist nicht einfach, Taktiken zu koordinieren, wenn ein Truppenmitglied schweigt. Doch so stört es einfach viel weniger. Außerdem muss dieser altkluge Neunjährige ja auch mal ins Bett, nicht wahr? Aha. Gut. Ja, wie gesagt, das ist meine erste, die ich da halt so gemacht habe. Und ja, da werden wir hier und da mal halt hingehen. Und ja, und uns in den Pools vergnügen, weil ich habe nun mal nicht so wirklich viel Platz, auch wenn ich jetzt dann noch da umbauen würde, aber irgendwann mal ist halt genug für ein Grundstück, sage ich mal. Deswegen habe ich überlegt, nee, dann setze ich hier in der Nähe halt meine Lounge halt rein. Ja, dann gucken wir die uns mal halt irgendwann mal genauer an. So, und er hat 3 erreicht. Er kann jetzt Kraftstoffspeichertanks an Rakete erweitern. Okay. So, wie schaut's denn aus? Christian ist noch auf der Arbeit. Alana, wie geht's dir denn? In 7 Stunden kommst du ins Dritte. Wie schaut's denn bei dir? Aha, Christian kommt zurück. Sehr schön. So, der muss, kann auf Klo gehen, kann duschen und, und dann, weil Silas Spaß braucht, süße Nichtigkeiten flüstern, rumschmusen. Nein, ich baue weit fortsetzen. Küssen. Anmachen. Da ist es voll. Gut. Du musst ja Level 6 erreichen und 3-mal eine Platzierung erreichen. Okay. Und du musst Videospiele spielen. Ah ja. Okay. Wie schaust du aus? Ja, dir geht's soweit auch gut. Du hast das abgeschlossen, wunderbar. Ja. So. Kabla.
So, unser Silas. Dann hör mal auf, dann holst du dir jetzt mal eben was zu essen. Ach. Na? Na, gehst du ran, Christian? Nee. So, dann holst du dir jetzt hier wieder was zu essen. Ja, tschüss. Ja, auch tschüss. So. Ach, die Anlage. Stimmt, die war ja schon länger kaputt. Weil ich sonst immer oft von der anderen Seite komme. Gucke. Yip, yip, Hahaha. Muss ja ein sehr toller Witz gewesen sein. Hogan. Risla Kumbar. Manuvarik, Chronochedge. Naguna Shelnik, So, Sabini Jabbit, Turp System, erst mal Chima Corbett, schneller. Noch Sawan ein Happen. Abim, Rapani Varuda. Na, musst du dir auch was zu Sibuna futtern holen? Torbal Farbe, Eno Planar, Klarschi, Ah, Handschocker. Jarbin Dekol. Die unterhalten sich, wie schön kribbelig die Handschocker sind, wenn man sie betätigt. Tebow, Ganir. Ja, vor allen Dingen bei Lamas, das kommt bestimmt sehr gut da an. Oder im Mülleimer, wenn man sich im Mülleimer versteckt und dann betätigt, dann hat man eine viel größere Reichweite. Fumu, Quazaru, Jongi, Jarb. Oh, Telejim Wibsi. Das ist mein Teller. Unga? Nein, nein. Schade. So. Zarka. So, Silas will. So. Küssen. Wange küssen. Sila. Flirten. Knuddeln. Uks, Zombo Skiba, Zubatub, Lava Zubi. Dann. Die scheint besser zu werden, das Fräuleinchen. So, und dann. Streicheln. Und dann könnt ihr euch in einem Bett vergnügen. Zwar hat er jetzt schon ein paar Videospiele. Zeit gehabt. Aber ich glaube, so viel war das jetzt noch nicht. Beide müssen auf Klo. Oder du noch nicht? Nee, du nicht. Aber Silas müsste auf Toilette. Aber naja. So, Madame, du könntest dann auch langsam mal zu deinem Schatz ins Bett steigen. Bitte einmal. Ist doch dann, ne? Ja. Dann hier einmal schlafen. Im anderen schläft ja euer Sohnemann. So. Okay. Dann gucke ich mal. Jawohl, hier habe ich ein Tellerchen. Zack. So. Schauen wir mal durch die Inventare. Ja, du hast noch ein Spielzeug. Das tun wir mal da rein. So, du hast nur sowas. Tun wir noch. Ja, tun wir das noch zu
Silas rein. So. Du hast auch noch Spielzeuge im Inventar. Dann tun wir die mal hier rein. Und du hast nur eine Schatzkarte. Und hast Hunger. Und brauchst Spaß. Öffnen. Essen. Dann kannst du, auch wenn es noch nicht so weit ist, trotzdem mal die Sachen machen. Dann brauchst du sozial. Ist das ausgezeichnet an Kunstgalerie verkaufen und dann kannst du hier klassisches Gemälde, großes machen. Und wo willst du hin? Natürlich spielen. Aber ja. Wenn du noch nicht schlafen willst, dann reparier das mal. Doch, was ist denn? Oh, mein Junge. Kannst doch froh sein. Bald kriegst du ein Geschwisterchen. Dann bist du nicht mehr so allein. Ich werde dann auch das Kleine recht schnell altern lassen, weil so toll ist es ja nicht, hier das Baby zu haben. Hey, willst du das nicht verkaufen? Doch. Na, Silas. Was machen wir denn mit dir? Nicht begonnen, ja gut. Ich würde sagen, wir schicken ihn aber trotzdem jetzt schlafen, weil der muss ja in 5 Stunden schon wieder zur Arbeit. Dann geh mal jetzt hier neben dein Schatzebär schlafen. So, mein Kleiner, und du willst traurigerweise zum Raumschiff und da hat. Aha. Oh, I see what you miss. Ah ja. Okay. Wie sieht's denn aus? Die Fähigkeiten hast du soweit alles. Hausaufgaben. Hast du gemacht? Hast du denn auch? Ja, hast alles. Meine Güte. Ja, dann geh mal was essen. Gebe ich dir mal direkt rein, damit ich dir auch was anderes geben kann. Schnapp es dir. Dann kannst du Klo benutzen. Dann gehst du duschen. Und dann müssen wir mal sehen, wie spät es dann ist. Jetzt gehst du ab, was? Vorher schleppst du dich da immer mit deinem Gut voran und hier, jetzt haust du einen gut, besseres Bild nach dem anderen raus, hm? Aber umso besser, dann verdienst du mehr Kohle damit. Er braucht auf jeden Fall. Ich verstehe das nicht, warum Malen keinen Spaß bringt. Hier unterhalte dich mal. Achso, nee, du gehst jetzt dahin. Du bist schon fertig mit Essen. Dann schieben wir das. Oh. Aber ist ja bald vorbei. Noch 5 Minuten. Ach, wieder ein Meisterwerk. Hey, schön. Dann ab an die Kunstgalerie. Dann müssten wir auch die... Nee, noch dann ein weiteres Bild. Ja, bitte. Und wir kriegen 1600. Und dann machst du
nochmal ein klassisches. Vielleicht schaffst du es ja nochmal. So. Alana muss auf Klo. Ja, dringend. Kannst du eigentlich hier plündern? Nee. Gut, dann haben wir jetzt 7 Uhr und die Schule fängt. Oh ja, dann kannst du hier mal eben studieren, Junge. Damit du auch dein Konzentriert bekommst. Ach, wieder die Dame. Tja, ich frage mich wirklich, wer ist das, Madame, Monsieur, hm? Dass du sie so oft malst. Ist bestimmt eine Verwandte, die im Ausland lebt. Ach, Alana ist auch wach. Die geht trainieren. Mhm. Wie sieht's denn aus? Hausaufgaben helfen. Oberschule. Und Fertigkeit maximieren. Nee. Gut. Das wird ja lustig. So. Du willst noch 2 Stunden deinem Sohn was vorlesen. Gut. Wenn du da fertig bist, dann kannst du eigentlich hier mal eben etwas sanft küssen, Wange küssen, Rose anbieten, damit sein Sozial hochgeht. So. Jetzt hat sie schon wieder so einen dicken Bauch. Ich weiß nicht, hier sind die Bauche immer so heftig. Küssen. Flirten. Kompliment über Aussehen machen. Verführerisch flüstern. So, der muss für die Arbeit energiegeladen sein. Dann gehst du jetzt hier erfrischende Dusche nehmen. So, und dann einmal bitte Techtelmechtel. Damit der so, dann kann er danach zur Arbeit gehen. So. Es würde jetzt halt nichts bringen, ihm jetzt die Knie, also den Ton in die Hand geben, damit er inspiriert ist. Ich könnte ihn auch duschen lassen, damit er inspiriert ist. Aber naja. Was ist das denn? So, wenn du das jetzt an nur einen Sammler kannst du verkaufen. Kunstgalerie. Okay, ja, ja. Und dann gehst du zur Arbeit. So, er geht jetzt energiegeladen zur Arbeit. Wunderbar. Sehr schön. Dann komm mal her und verkaufe, damit du wenigstens die Aufgabe erledigt bekommst.
So, das ist auch abgeschlossen. Er ist zwar nicht inspiriert, er ist selbstsicher im Moment, aber naja. Gut, ja, dann machen wir jetzt hier wieder Schluss. Und im nächsten Part werden wir dann mal hier zur Lounge da drüben hingehen, uns die mal angucken. Und ja, damit die auch mal ein bisschen schwimmen gehen können. Und ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss!